Früher noch mussten Wissenschaftler Nervenstränge von Fröschen kompliziert herauspräparieren, wenn sie die physikalischen und biochemischen Prozesse der Nervensysteme untersuchen wollten. Noch dazu hielt sich der Nerv nicht lange. Für jeden neuen Versuch musste ein neuer Nerv her und ein neues Tier. Die Universität Hohenheim setzt hier seit über 10 Jahren auf eine tierfreie Alternative. Ein Computerprogramm namens SimNerv. SimNerv ist ein Programm zur Simulation von elektrophysiologischen Experimenten am Froschnerv bzw. am Nervus sciaticus und dient dazu, alle elektrophysiologischen Experimente, die man auch am echten Nerven durchführen könnte, zu simulieren, ohne dabei Einschränkungen zu haben. Also das Programm ermöglicht, genau wie der echte Nerv, erstens verschiedene Nerven zu simulieren, als auch die ganze Reihe von elektrophysiologischen Experimenten, die man machen könnte, genauso zu simulieren. Das ist eine gute Alternative für Tierversuche, weil es eben ermöglicht, im Gegensatz zu einem echten Nerven, der relativ empfindlich ist, also der relativ schnell kaputt geht, eine unbegrenzte Anzahl von Versuchen durchzuführen. Er ist also nicht limitiert. Also wir können auch, wenn zum Beispiel sehr hohe Reizstärken gegeben werden, die normalerweise diesen Nerven zerstören würden, immer noch weitermachen und die Studenten können alle Versuche in einer relativ begrenzten Zeit durchführen.